Niklas, erster Heimspiel für dich von Anfang an in der DEL diese Saison. Gleich ein Sieg, zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Also es war halt mein erstes Heimspiel und ich habe mir selbst auch sehr viel Druck gemacht. Ich wollte es unbedingt gewinnen und deswegen bin ich schon zufrieden. Wie hast du das Spiel insgesamt gesehen? Ich denke nicht, dass es für die Fans heute so ein tolles Spiel war, weil es viel Kampf war und man hat uns ein bisschen angemerkt, dass wir müde sind, finde ich. Und die Straubinger haben noch extrem hart gespielt. Das hat das Ganze dann nochmal ein bisschen erschwert für uns. Aber wenn man solche knappen Spiele gewinnt, das zeugt auch von Charakter, denke ich. Wie ist das für dich als Keeper, der dann etwas länger nicht gespielt hat, jetzt reinkommt? Wie schwierig ist sowas? Ja gut, es ist immer am Anfang ein bisschen, man braucht erst ein paar Minuten, um reinzukommen, aber ich denke, dass es einen auch auszeichnet, wenn man das abschütteln kann und gleich von Anfang an seine Leistung zeigen kann. Du hast gerade auszeichnen gesagt. Zeichnet es ein Team aus, wenn man auch, ich nenne es jetzt mal diese dreckigen Spiele, dann auch knapp gewinnt? Auf jeden Fall. Sowas, das sind keine leichten Spiele. Wenn man in Iserlohn gewinnt und dann zu Hause gegen Straubing, gegen ein vermeintlich schwächeres Team spielt, die aber kämpfen und hart spielen und die schnell sind, das sind Spiele, da muss man eben auch mal Charakter zeigen und das geht dann über Kampf und nicht nur über Talent und das haben wir heute auch gut gemacht dann. Jetzt habt ihr das nächste Spiel erst in einer Woche zu Hause, ist das mal ganz gut, jetzt noch mal ein paar Tage vielleicht Ruhe zu haben? Ja klar, ich meine, wir können es jetzt erholen, haben dann Freitag kein Spiel und müssen uns jetzt halt im Training gut vorbereiten auf das letzte Spiel vor der Pause und dann müssen wir da noch mal einen Heimsieg holen. Eine allerletzte Frage. Du hast heute gespielt, hast du 0 gespielt. Natürlich möchtest du öfter spielen, das ist ganz normal, sonst wärst du kein Profisportler. Wie siehst du die Situation für dich insgesamt in Hamburg? Also insgesamt sehe ich diese Situation sehr gut für mich hier. Der Johnny ist dieses Jahr erster Torwart und der hat uns immer oben gehalten in der Tabelle. Aber man sieht auch, ich habe in Köln nicht mein bestes Spiel gemacht und habe trotzdem so meine Chancen wiederbekommen. Und ich merke eben auch, dass da Vertrauen da ist. Und deswegen fühle ich mich auch sehr wohl und da gibt es auch keinen Grund, sich zu beschweren oder sowas. Also Chance heute genutzt? Ja, würde ich schon so sagen. Alles klar, vielen Dank. Dankeschön. Serge, the mood in the locker room is not that good. Okay, let me put it in a different way though, how I see it. I'll take a win anytime. Dirty win is also a win, correct? Yeah, I mean... You know, like tonight is one of those games where, you know, we left a lot of emotion last game in Iserlohn there. And then, you know, credit to them, they played hard. But we know what kind of talent we have. We know that when we don't like when we get out work. And tonight I think we did a little bit, but we came out with the win. And I mean, it's big for us and we just got to keep moving along. Is that what makes a good team, that you also win the close games and the not that good games? Well, I think one thing we saw tonight, and even if Straubing is down in the standings a little bit, they're fighting hard. And this is a very tight league. And if you let off just for a little bit, you know, teams are going to give you a hard time. And we know the potential that we have here. And every night we want to achieve it. So that's why maybe tonight we're not as pleased as we sometimes are after a win. But I mean, a win's a win. And when it comes down at the end of the year, we're just going to look at the standings and see where we are and forget about this one. But that's sometimes you got to win the ugly games, and tonight was one of them. First shutout the season, and Niklas was on the goal. Tell me something. That's great. I'm so happy for the kid. I think he's been working really hard on and off the ice all year, and we see him every day, obviously, in practice. And I remember when I was a rookie or, you know, a young guy, you know, you don't get called every night, but like when you do, you gotta really step up. And I think he did that for us tonight. He made key saves at the right moment. And it's I'm so happy for him. Next game is in a week. Do you guys need to time off a little bit? Well, tonight we're going to regroup. We have a team dinner, and then tomorrow we're going to rest a little bit and go back to work on Tuesday morning. And you know, I think it's good for us that we have 4 or 5 days of practice. You know, getting back, you know, like practicing power play, PK, whatever we have to do to be ready for next week before the long break.